Okay, okay. Das mit dem Irgendwo im Nirgendwo ist vielleicht etwas übertrieben. Denn mein Büro hier ist nur läppische 15 Kilometer von der nächsten Großstadt Hamburg entfernt. Und trotzdem hat dieses Gebäude, seitdem es gebaut wurde, keinen festen Internetanschluss. Auf Nachfrage vor einigen Monaten bei den gängigen Internetanbietern, die ihr ja auch alle kennt, wurde ich nur immer wieder mit dem Satz vertröstet, dass es wirtschaftlich nicht interessant wäre, an diesen Standort hier einen Internetzugang zu legen. Und das, obwohl ich für so einen Anschluss noch aus eigener Tasche über 2000 Euro hätte zahlen müssen. Also, what the f***? Naja, Internet musste her, das war keine Frage. Und dann gab es am Ende nur noch zwei Optionen. Die erste davon wäre gewesen, einen mobilen Hotspot aufzustellen, der dann über das Mobilfunknetz hier quasi einen Internetzugang ermöglicht. Oder aber, und das wäre Option 2, auf alternative Internetanbieter zuzugreifen, wie zum Beispiel Starlink. Die erste Option mit dem mobilen Hotspot fiel relativ schnell raus, da es hier nicht mal guten Mobilfunkempfang gibt und ich natürlich auch ein bisschen Geschwindigkeit haben will. Und die zweite Option mit dem Starlink hätte ich super gern genommen, einfach nur um den deutschen Internetanbietern einen reinzuwürgen. Aber die monatlichen Kosten von Starlink von so circa 100 Euro haben mich dann doch abgeschreckt. Also was tun? Jeder Normalverbraucher wäre in so einer Situation völlig aufgeschmissen. Und dass es sowas in 2021 noch gibt, ist wirklich schon ein Armutszeugnis. Das hier ist zum Glück nicht mein Wohnhaus. Das liegt 250 Meter Luftlinie entfernt. Neben einem Kabel, was man natürlich hätte umständlich durch die Erde hierher verlegen müssen und was auch total fehler- und witterungsanfällig gewesen wäre, gab es dabei auch noch eine andere Option, nämlich Richtfunk. Ich werde euch daher in dem heutigen Video mitnehmen, wie ich es geschafft habe, einen 1000 Mbit Anschluss in dieses Gebäude hier reinzubekommen und das mit Hilfe einer völlig autarken, solarbetriebenen Richtfunkstation. Also, let's go! Vorab aber nochmal kurz zu den Basics. Richtfunk ist, wie es schon selbst das Wort sagt, eine Möglichkeit, Daten drahtlos zu übertragen. Über Funk halt. Dabei gibt es immer zwei Antennenpaare, die exakt aufeinander ausgerichtet sein müssen, um miteinander zu kommunizieren. Stellt euch das Ganze so ähnlich wie euer WLAN zu Hause vor. Dort habt ihr euren Router und euer Smartphone und diese beiden bilden die Antennenpaare, die dann Daten miteinander austauschen können. Im Gegensatz zum herkömmlichen WLAN, welches mit Frequenzen von 2,4 GHz bis 5 GHz arbeitet, können Richtfunkantennen hier deutlich höhere Frequenzen erreichen. Der Vorteil an einer höheren Frequenz, wie zum Beispiel 60 GHz, ist dann, dass dort deutlich mehr Daten übertragen werden können. Der Nachteil an einer höheren Frequenz ist dabei aber auch, dass sich gefühlt nicht mal ein Ast zwischen den beiden Antennenpaaren befinden darf, da sonst das Signal abbricht. Herkömmliche 2,4 GHz Frequenzen, wie zum Beispiel in eurem WLAN, können also problemlos durch mehrere Wände durchfunken, übertragen dabei aber deutlich weniger Daten, während eine Richtfunkantenne mit 60 GHz durch einen Ast gekillt wird, dafür aber das Vielfache dieser Daten übertragen kann. Für mich kam daher nur ein Richtfunkantennenpaar mit höherer Frequenz in Frage. Der Plan war also folgender. Ich kaufe einfach zwei Richtfunkantennen, montiere die eine am Wohnhaus, die andere hier am Bürogebäude. Die kommunizieren dann munter miteinander, tauschen Daten aus und schwupps, schon habe ich Internet. Aber wait. Hatte ich nicht eben was mit Ästen gesagt? Naja. Naja, ich glaube, ihr merkt schon, es gibt da ein kleines Problem, denn auf dieser Luftlinie zu dem Wohnhaus stehen einfach Millionen von Bäumen. So einfach sollte es also nicht werden und deswegen musste ein neuer Plan her und ich sag mal so, der war schon etwas aufwendiger. Mein Bürogebäude sowie das Wohnhaus enden nahezu direkt an einer großen Ackerfläche bzw. Pferdewiese. Die letzte Option war es also, übers Eck zu funken. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Antennenpaar sollte vom Wohnhaus weg auf eine Mittelstation innerhalb des Feldes funken und von dort das Signal mit einem weiteren Antennenpaar an das Bürogebäude weiterleiten. Das war nun mal der einzige Weg, um diese ganzen Bäume irgendwie zu überwinden. Wo ein Problem gegangen war, kam aber direkt das nächste, denn wie sollte ich denn mitten auf einer Ackerfläche, mitten auf einem Feld zwei Richtfunkantennen mit Strom versorgen? Dazu gleich mehr. Jetzt aber erstmal zu der Frage, mit welcher Hardware ich das Ganze schlussendlich umgesetzt habe. Es gibt viele verschiedene Richtfunkantennen und vor allem auch Anbieter. Manche davon kennt man, manche aber auch nicht. Und bei mir ist es ein Anbieter geworden, der einem im ersten Moment wahrscheinlich erstmal nichts sagt. Ich bin schlussendlich nämlich an dem Mikrotik Nray G60 Ad Pair Set hängen geblieben.
ist ja fast so kompliziert wie der Name von Elon Musks Sohn. Hello, nice to meet you. What is your name? My name is XAsH12. Hello. Dieses Set besteht aus zwei bereits miteinander gekoppelten Richtfunkantennen, die auf einer Frequenz von 60 GHz arbeiten, einen Datendurchsatz von über 2 Gigabit die Sekunde haben und das auf einer Distanz von bis zu 1,5 Kilometern. Also absolut krass und für mein Vorhaben völlig ausreichend. Die Antennen sind völlig wetterfest und verbrauchen dazu auch noch wirklich sehr wenig Strom, was in meinem Fall mit meiner autarken Mittelstation ja auch sehr wichtig war. Der technische Aufbau sah am Ende folgendermaßen aus. Insgesamt gab es 4 Antennen. Eine am Wohnhaus, 2 an der Mittelstation und eine weitere am Bürogebäude. Die Antennen werden dabei per PoE mit Strom versorgt. Das heißt, man braucht nur ein Kabel, um die Antenne gleichzeitig mit Daten, aber auch mit Strom zu versorgen. Die Antenne am Wohnhaus wurde also per LAN-Kabel und PoE-Injektor in den Heimrouter gesteckt. Wir haben dort einen Vertrag mit 1000 Mbit im Download und 50 Mbit im Upload, also nichts, was die 2 Gigabit-Datendurchsatz der Antennen jetzt merklich auslasten würde. Genauso ist der Aufbau auch bei dem Bürogebäude, wobei hier kein Router gebraucht wird. Die Antennen stellen nämlich für das Gesamtsystem wie ein ganz, ganz langes Kabel dar. Man kann das LAN-Kabel der Antenne also direkt in PC stecken, in den Splitter einführen und so mehrere Geräte versorgen oder was auch immer. Viel interessanter wird es jetzt bei der Mittelstation, denn dort kamen mehrere Komponenten zum Einsatz. Um die 2 Antennen mit Strom zu versorgen, aber auch einfach datentechnisch miteinander zu verbinden, musste ein PoE-fähiger LAN-Splitter her. Dieser Splitter lief glücklicherweise mit 12 Volt, also perfekt für ein einfaches Solarsystem. Wie gesagt, sollte die Mittelstation ja völlig autark bei Tag und Nacht, das heißt 24/7, funktionieren. Um das zu realisieren, stellte ich verschiedene Rechnungen auf. Ich schaute mir die Sonnenstände übers Jahr hinweg an, stellte Verbrauchsrechnungen auf und so weiter und entschied mich dann am Ende für ein Solarpanel mit 200 Watt Peak und eine ganz normale 12 Volt Autobatterie mit 100 Amperestunden. Da das gesamte System unter Volllast nur ca. 12 Watt verbraucht, ist das Ganze vielleicht ein bisschen Overkill. Also wenn jetzt die Sonne mal komplett weg wäre, würde das System mit der Batterie noch ganze 4 Tage durchhalten. Aber ich sag mal so, lieber ein bisschen überdimensionieren, als am Ende im Winter bei dunklen Tagen ohne Internet dazustehen. Um euch das Ganze noch mal ein bisschen bildlicher zu machen, haben wir jetzt hier einmal die Antenne am Bürogebäude. Und wenn ich hier jetzt einmal über das Feld rüber schaue und mal ganz fest reinzoome, dann seht ihr da hinten am Horizont die kleine Mittelstation mit den 2 Antennen, wo wir quasi übers Eck funken. So, wir standen gerade da hinten an der Richtfunkantenne und ich bin jetzt hier mal rübergegangen zu der Mittelstation, damit ihr das auch noch mal hier live seht. Also wir haben da oben, wie gesagt, das 200 Watt Peak Solarmodul oben drauf. Und dann direkt hier unter seht ihr auch schon die 2 Richtfunken. Die eine, wie gesagt, ausgerichtet hier einmal rüber zum Bürogebäude und die andere dann, ihr seht das schon, ungefähr in die Richtung. Da hinten seht ihr den ganz kleinen weißen Punkt, da werden wir auch gleich nochmal rüber gehen. Da ist quasi der Wohnhauspunkt. Neben diesem Pfahl hier seht ihr auch, ist hier noch eine kleine Controller-Box. Da habe ich von außen im Nachhinein nochmal einen Fan eingebaut, der bei einer bestimmten Innentemperatur angeht, damit der Solarcontroller und sowas alles schön kühl bleibt. Und hier drin ist dann der ganze technische Kram. Ich muss leider zugeben, ich habe den Schlüssel verloren und komme nicht mehr rein. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal rüber an den Endpunkt. So, und hier auf dem Dach haben wir nun die Anfangsantenne hier, die Wohnhausantenne nenne ich sie mal. Ihr seht das, ich habe hier noch so einen kleinen Ständer quasi geschweißt, um das hier unten zu befestigen. Ihr seht es hier auch schon wild blinken. Das ist übrigens hier eine Ausrichtungs-LED. Also danach kann man die Schüsseln gegenseitig ausrichten. Hier einfach nur Status und es werden gerade Daten übertragen. Das ist doch gut. Wenn wir uns jetzt aber mal nach vorne gucken, seht ihr schon, das ist ein sehr schmales Loch, durch das ich da durchfunke. Und wie gesagt, das war auch das Schwierige an der ganzen Sache, wegen diesen ganzen Bäumen. Ihr seht, hier sind überall Bäume, genau sind Bäume. Und das war das einzige Loch hier, wo ich glücklicherweise durch konnte. Und da hinten seht ihr auch die Mittelstation quasi, die hier natürlich mittig dann auch durch den Peiler perfekt angepeilt ist. Ah.
Das hat ja jetzt mal wieder so richtig schön einfach geklungen. Deswegen kommen wir jetzt noch zum ganz spannenden Teil, denn wir machen jetzt mal einen Speedtest hier im Bürogebäude und schauen mal, was von diesen 1000 Mbit hier tatsächlich noch ankommt. So, Speedtest ist geöffnet. Ich würde sagen, wir legen direkt los. 3, 2, 1. Mal schauen, was heute über die Leitung rüberkommt. Wir haben erstmal einen Ping von 9. Sehr gut. Und hier geht es direkt hoch. 700 Mbit, 600 Mbit. Es flacht sich ein bisschen ab. Ja, wir kommen an die 700 ran. Sehr, sehr geil. Und jetzt noch zum Upload mit stabilen 50, 54 Mbit. Das ist schon sehr gut, muss ich sagen. Also damit kann ich, glaube ich, sehr zufrieden sein. Und jetzt höre ich schon die ersten Tastaturen knallen mit. Leo, hier kommen doch gar nicht die 1000 Mbit an. Du hast doch Schwachsinn erzählt. Das ist gar nicht so geil, wie du sagst. Aber es ist tatsächlich so, dass hier exakt die gleiche Datenmenge ankommt, wie sie auch im Wohnhaus verfügbar ist. Ihr wisst es selber, wenn ihr auch diese 1000er Leitung von wo, da, wo, wenn ihr auch diese bestimmte Internetleitung habt, dass die immer ganz tagesabhängig ist. Mal kommen fast die 1000 Mbit durch, mal sind es auch nur 600, mal auch nur 500. Das ist manchmal ganz unterschiedlich. Aber selbst mit dem Ergebnis, was ich hier erziele, bin ich ja immer noch völlig zufrieden. Für alle die von euch, die es interessiert, der Ping verändert sich tatsächlich unmerklich. Wenn ich hier vom Bürogebäude einen Ping an die Fritzbox im Wohnhaus sende, dann kommen dabei um die 2 Millisekunden raus. Das heißt, das ist die Zeit, in der ein Signal von meinem PC einmal zur Fritzbox über die Funkstrecke geht und dann hier wieder zu mir zurückkommt. 2 Millisekunden, das ist schon verdammt krass und das ist quasi dann die Zeit, um die euer Ping verschlechtert wird. Jetzt aber zu meinem Fazit. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, bin ich super, super zufrieden mit dem System, wie es jetzt gerade ist. Das Ganze läuft jetzt schon 4 Monate bei mir, völlig autark. Es gab tatsächlich noch nie ein Problem und da bin ich auch sehr stolz drauf, es hat sich noch nie ein Antennenpaar gegenseitig disconnected. Das heißt, ich habe die Ausrichtung richtig gut gemacht, die Antennen scheinen auch sehr gut zu sein und das ja, obwohl wir auch in den letzten Monaten immer mal wieder die ein oder anderen Unwetter haben. Jetzt interessiert mich aber natürlich auch noch eure Meinung zu dem Projekt. Würdet ihr sowas in Angriff nehmen, wenn es bei euch möglich wäre? Würdet ihr das Geld sparen wollen oder was würdet ihr vielleicht als alternative Option nehmen, um Internet an so einen verlassenen Ort zu bekommen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Abo freuen. Aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr solche Videos hier nicht mehr. Ich weiß, es war diesmal auch wieder ein bisschen ein anderes Video, ein bisschen vom Kanalkonzept weg. Gefällt mir aber ganz gut, lasst mir dazu auch gerne nochmal Feedback da. Ansonsten war es das für heute. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und auf Wiedersehen. Ciao!